Trainer sind heute die Sozialassistenten der Gruppe 201 und wir beschäftigen uns mit Streuungsmaßen. Die am häufigsten verwendeten Streuungsmaße sind nun folgende. Wir haben einmal den kleinsten Wert, der als Minimum bezeichnet wird, der größte Wert als Maximum, dann die Spannweite. Diese Spannweite ist die Differenz aus Maximum und Minimum. Dann haben wir den Median oder auch den Zentralwert. Dieser Median teilt die Rangliste in zwei Hälften. Da muss ich aufpassen, ob ich eine gerade Anzahl habe oder eine ungerade Anzahl. Denn dann haben wir einmal zwei mittlere Werte, von denen ich das arithmetische Mittel bilden muss. Werden wir sehen bei weiteren Rechnungen. Dann haben wir das sogenannte untere Quartil, das wir mit QU bezeichnen. Das ist der Zentralwert der unteren Hälfte der Werte. Man spricht auch vom ersten Quartil. Das obere Quartil wäre der Zentralwert der oberen Hälfte. Hierbei sprechen wir vom dritten Quartil. Und jetzt haben wir noch den Quartilabstand. Das wäre also das obere minus dem unteren Quartil. Und schließlich haben wir Werte, die zum Mittelwert, zum arithmetischen Mittel gehören. Das ist einmal die Varianz und die Standardabweichung. Die Varianz wird mit S² bezeichnet und ergibt sich aus, jetzt sehen wir mal, das sind die Differenzen aus Mittelwert und Einzelwert zum Quadrat. Der erste Einzelwert, der zweite bis zum letzten, meinetwegen zum Enden, immer die Differenzen quadrieren und addieren und das Ganze wird durch n geteilt. Und wenn ich dann radiziere, also die Wurzel ziehe, dann habe ich die Standardabweichung und das ist s gleich Wurzel aus x² minus x1 zum Quadrat plus x² minus x2 zum Quadrat und so weiter bis x² minus xn zum Quadrat und das Ganze durch n. Wozu brauche ich diese Werte? Man berechnet ganz gerne die sogenannten Streuungsbereiche. Und zwar schließt man das arithmetische Mittel ein. Und zwar so, dass einmal das arithmetische Mittel sich ergibt durch, ja, was kann man sagen, durch, oder ich schreibe es mal anders. Wir haben den einfachen Streuungsbereich, der wäre x quer plus oder minus s. Der zweite Streuungsbereich oder der zweifache wäre x quer plus minus 2s. Das heißt also, es liegen alle Einzelwerte zwischen diesem Bereich, und zwar von minus s, kleiner gleich dem Wert x quer, also minus s, kleiner gleich dem Mittelwert, kleiner gleich plus s, und der doppelte wäre 2s, kleiner gleich x quer, kleiner gleich 2s, und es gibt sogar noch einen dreifachen, den man aber für uns nicht unbedingt benötigt. Das Ganze wird dann später fortgesetzt, um zum sogenannten Boxplot zu kommen. Da werden wir uns gleich ein Beispiel anschauen. Wenn wir das haben, dann sind wir schon für uns so weit, dass wir die Klassenarbeit schreiben können. Bis hierher, Nick. Ja, jawohl. Einverstanden mit allem bisher? Ja. Gut. Mit der Gruppe der Sozialassistenten 201 beschäftigt sich heute mit sogenannten Streuungsmaßen. Das ist erstmal
sehr einfach. Wir haben das nicht sehr ausgebaut. Wir wollen sie mehr oder weniger nennen. In Klasse 11 wird das etwas ausführlicher gebracht. Die am häufigsten verwendeten Streuungsmaße sind nun folgende. Wir haben einmal den kleinsten Wert, das ist das Minimum. Dann den größten Wert, das ist das Maximum. Dann gibt es die Spannweite. Die Spannweite ist die Differenz aus Maximum und Minimum. Der Plural von Maximum ist übrigens Maxima, Minimum, Minima. Dann gibt es die Spannweite, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Und jetzt noch ein bitte. Das wunderschöne Tafelbild stammt von Sarah und hinter der Kamera stand Tabea und Pauli. Wunderbar, bis jetzt.